Das sieht aus wie ein riesen Kleiderschrank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TWOOF. Mein Name ist Sanelpi und heute geht es wieder um Clubs. Die letzten Tage waren ja ein bisschen andere Folgen und vor einigen Tagen habe ich dieses Dingen hier, diese 8-Bit Heroes. Das Dingen habe ich vor kurzem gemacht und ich wusste nicht mehr, wie dieser Club hieß. Jetzt noch einmal zum Abchecken, damit ihr wisst, welchen ich meine. Das ist der aussieht wie 8-Bit halt, ja. So, jetzt wollen wir noch einen anderen Club inspizieren. So, wir sind jetzt in dem Club mit dem Namen Unicorn PvP. Und zwar wurde mir gesagt, ich soll ihn einfach mal einmal anschauen. Und das werde ich mal tun, denn ich war hier auch noch nicht. Doch einmal drin war ich schon, aber halt noch nicht so viel. Was ist hier? SunLP's Club Unicorn PvP. Ich dachte, das ist der. Ja, der macht keinen Sinn, da hinzustellen. Und der geilste Club mit den Freunden. Auch den habe ich schon gezeigt. Also die beiden kennen wir und den mache ich jetzt. So, dann wollen wir mal hier anfangen. Wo fangen wir denn an? Also erstmal den Start hier. Man sieht schon mal, der Boden sehr symmetrisch gebaut. Finde ich immer gut. Mal gucken. Ich wollte nur ein Stück nach oben. Was ist das denn für ein Zeug? Ich weiß es gar nicht. Was das sein soll an sich jetzt für ein Teil. Aber sieht ganz cool aus. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht drauf. Oh, da steht, da ist das Logo von TWOOF. Ja, da müsste noch irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie sieht das eher aus wie ein Cube. Aber es sieht schon gut aus. Oh, da ist ein Weihnachtsbaum. Da gehen wir mal eben hin. Hier anscheinend, weiß ich nicht, wird ein Garten oder so gebaut. Man sieht schon, hier gibt es auch eine Strecke. Hier unten liegt sogar ein Geschenk drunter. Das glaube ich, werde ich einfach mal mitnehmen. Nein, Quatsch. So, mal gucken. Hier Kugeln dran. Riesiger Baum. Das Ding hier, das habe ich schon einmal gesehen. Hier war ich schon einmal drin. Hier geht man rein und dann, wow, ich rutsche. Falls man nicht weiß, was für ein Team das ist blau und da hinten ist rot. Ja, hier kann man Fußballturnier austragen. Naja, oder Eishockey, je nachdem, wie man das dann bezeichnet. Wenn da Eis auf dem Boden liegt. So, hier gibt es, naja, den Class Changer. Den dachte ich, der müsste hier sein, damit man während des Spiels sich umziehen kann. Umkleidekabine. Ich hätte trotzdem gerne Tribünen gehabt, damit da auch Zuschauer zugucken können. So, aber trotzdem schon richtig nice. So, hier ist ein Schienenverkehr. Das, so wie das aussieht, geht der hier lang. Kommen wir hoch? Ja, ganz knapp. Wow, wow, immer mit der Ruhe. So weit war ich noch nicht. So, zum Start weiterhin. Wir sind jetzt schon wieder abgehauen. Die Portale gibt es. Und es gibt U1 bis U5, also alles, was man braucht. Anscheinend Crafting Teile hier gibt es auch die meisten, ja doch, sogar Wheel of Seasons. Was braucht man eigentlich hierfür? Gut zu wissen. Ah, ich muss ein paar Glacial Shards anscheinend mal farmen. Was ist das? Weiß ich gar nicht. Cool. Ich weiß gar nicht, woher ich dieses Rezept habe. Like gab es von mir anscheinend auch schon. Gut. Dann das Logo sehen wir von hier aus. Dann wollen wir mal einfach mal den Schienen folgen. So, jetzt ist die Frage, erst links oder erst rechts? Ich guck mal, rechts sieht aus, als würde es durchgehen. Und dann kommen wir, genau, fahren wir einmal rum. Das machen wir auch einfach mal. Wum. Dieser gepimpte Dinge, der sich einfach so dreht. Da kann man eine Runde kotzen. So, hier geht's quer durch. Wow, und man wird einfach wie Müll hier hinten hingeworfen. Ich glaube, das war es leider auch ja schon. Ich werde natürlich in. Warum will der Knopf wieder nicht? Noch ein paar Mal testen. Klick, 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 klick. Siehst du zwischendurch? Siehst du das? Siehst du das? Das will mich verarschen. Der macht das einfach zwischendurch. Oh ja, Blumen. Ach ja, man kann ja gar nicht einfach Blumen in fremden Dinge abhacken. Egal. So, das war es auch erstmal für diesen. Das ging also relativ schnell. Ich hoffe, es wird weitergebaut. Ich werde immer mal wieder hier ein Update-Video zu raushauen. Und dann werden wir uns immer angucken, wie es sich weiterentwickelt. Finde ich immer gut.
fertige Dinge anzugucken, dauert auch insgesamt länger. Dann würde ich sagen, schalte ich mal eben kurz auf eine andere Welt. So, und da bin ich schon wieder. Also für euch ein paar Sekunden, noch nicht mal. Bei euch hat das einfach weg. Aber für mich, ich musste eben suchen, wie ich nochmal hier hinkomme. Wir waren schon mal hier. Voxelbuster heißt hier der Club. Und ich glaube, wir waren kurz drin. Aber als ich die Karte aufgemacht habe, habe ich gedacht, what the fuck ist hier los? Ich glaube, es hat sich geändert. Ich glaube, das hatte mal mehr Weihnachtsdeko. Hier war, glaube ich, auch ein Weihnachtsbaum. Der ist jetzt weg. Dafür sind jetzt hier so Tetris-Steine überall versteckt. Portale wie immer U1 bis U5. Ein paar Blümleins. Blümchen. Das große Ding in der Mitte haben wir uns ja, glaube ich, sogar schon fast angeguckt. Und der Knopf will wieder nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Genau, wir sind sogar schon... Sind wir? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das alleine alles angeguckt, einmal kurz. Ich bin sogar hier einmal lang gelaufen, weil ich das cool fand, so eine riesen Dinge. Aber dann habe ich gedacht, boah, ich kann mir nicht alles vorher angucken. Das muss ich direkt und live vor allem machen. Denn es ist einfach zu viel, um einfach mal vorher zu gucken, wo man lang läuft. So, was gibt es denn hier? Under Construction. Hier ist erstmal nichts. Was ist das? Trophy Wall. Ich glaube, die hatten wir uns angeguckt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Ist auch schon wieder so lange her. Auf jeden Fall haben die schon einige Trophäen gesammelt. Richtig, richtig viele. So, und ich weiß, irgendwo kam man rein und konnte dann mit der Lore fahren. So, erstmal diesen Ding haben wir gerade geguckt. Das war da, wo der Baum stand. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gesehen habt. Rail-System. Ja, das hört sich gut an. Hier sind auch zum Glück nur ein paar Portale. Oh, da sind so viele. Oh mein Gott. Ja, wir werden die alle abchecken. Nach und nach. Solange wir die, die da stehen haben. Warum nicht? So, Whale-System. Mal abfahren hier. Oder erstmal gucken. Cube-Converter. Ja, also ich finde, das sieht schon nicht schlecht aus hier. Ist relativ groß. Hier oben könnte noch so eine Statue hin. Ah, ich habe schon Ideen. Ich werde denen das alles mal umbauen. Nein, nein. So, dann wollen wir mal mit dem Whale-System fahren. Ich hoffe, wir kommen... Was ist da? Nichts. Wir kommen hoffentlich weit genug noch, um mindestens ein bisschen was gesehen zu haben. Ich bin mir nicht sicher, wie groß das wirklich ist. Denn das Lustige ist, auch wenn das am Rand aussieht, als wäre der Ende. Soweit ich das gesehen habe... Oh, wir sind jetzt hier draußen. Ich hoffe, mein Internet lädt hier schnell genug die Maps. Auf jeden Fall, man sieht schon, unten wird nachgeladen. Das heißt, man kann dahinter noch viel, viel weiter bauen. Da geht's lang. Ich glaube, ich werde kurz einmal hier eine Verschnaufspause machen. Frische Luft. Ah, wir sind jetzt am Ende der Straße. Hier ist ja gar nichts. Außer alles glatt gemacht. Das ist auch schon viel Arbeit. Es wäre ja traurig, wenn ich sage, boah, ist das eine Riesenwelt und im Prinzip ist hier nichts gebaut. Ah, da kommt was. Da kommt was. Ich werde mal den Schienen weiter folgen. Ich denke mal, die werden uns dahin führen. Und runter. Wumm. So, ich kam aus der Richtung, dann in dieser Richtung. Fahr. Los, gib Gummi. Ich möchte heute noch dahin. Denn ich habe die Geschenke. Ah, hier. Da ist anscheinend irgendwas. Da ist was. Ey, andere Richtung. Und das sieht auch cool aus. Obwohl ich sagen muss, irgendwie ist das Wasser hier komisch. Liegt wahrscheinlich nicht unbedingt an denen. Die haben das Wasser einfach rauskommen lassen, aber es sieht komisch aus. Ah, hier ist Stationwechsel. Ich bin eigentlich nicht sicher, kann man die Dinger umschalten selber? Ich glaube nicht, ne? Wo geht's denn jetzt hier raus? Geht's jetzt hier raus? Das war meine Frage, meine ich. Oder? Ah, es ist immer so schwer, wenn die Rail-Systeme nicht an den Teilen vorbeifahren. Da habe ich schon andere Maps gesehen, die waren schon nicht schlecht. So, hier. Was steht da? The Vox. Mal gucken. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Cubes. Sieht auch cool aus, so, aber was ist das? Ich gehe runter. Oh mein Gott, dieses mit der Kamera dagegenhauen, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher, was ist denn da drin? Ein Gefängnis.
würde ich behaupten, immer im Bett und nuklearverseuchte Toilette. Und das hier ist ein Portal. Wahrscheinlich einfach nur so, wenn man da rein möchte, muss man durch ein Portal rein. Ja, ich finde immer noch, wäre es richtig cool, wenn man hier Schalter hätte, man könnte drücken und dann. Der Hammer wäre das. Hier ist ein Loch. Wahrscheinlich, ja, wieder zum Bauen, klar. Ansonsten müssen hier noch Gefängnisse rein, ist also auch noch nicht fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob die das noch weiterbauen. Ich habe. Naja, am Startpunkt sind, ist einer noch. Ich habe auch noch keinen, glaube ich, gesehen mit Voxelbuster als Titel jetzt. Also als. Mit Nachname wollte ich ja sagen. So, der führt da weiter, der andere in die andere Richtung. Es ist gar nicht so leicht, das Ding hier zu erkunden. Das Ding mal schauen. Steht da was? AIA. NWA. Auf jeden Fall ist das ein Schiff. Jetzt kein 100% besonderes oder schönes Schiff. Da habe ich schon bessere gesehen, aber immerhin erkennt man das. Wobei das hier weiß ich nicht warum. Und warum dann Pfeil nach unten zeigt, kann man im Wasser rein? Nö. Dann gehen wir mal weiter. Da hinten ist noch ein Name. Der Anfang sah so vielversprechend aus. Und dann ist hier alles so durcheinander. Das ist ein bisschen schade, weil man muss dann immer Kilometer laufen. Hier ist irgendwas Schwebendes. Könnte irgendwie so ein Kopf von so einem neuen Shadow Dungeon oder so sein. Dragby. Naja. Wir folgen einfach mal der Schiene, aber welcher der Schiene erst? Die haben so viel Infinium ausgegeben und dann haben die einfach nur zu viel Platz. Also man müsste schon, wenn man so viel Platz hat, irgendwie ein System machen, wo man auch weiß, wo man hin muss. Und Namen, naja. Wahrscheinlich ist das so, die haben immer ein Gebiet bekommen und die dürfen das bepflanzen. Aber anscheinend tun das nicht so wirklich viele. Hier ist zwar so eine Mauer gebaut, aber besetzt sind die ganzen Dinger nicht. Da kommt was, da kommt was. Es dauert nur noch eine Woche, bevor das fertig ist. Dann kann ich hier noch Runde fahren. Lad ruhig weiter, ich bin gleich. Sieht aus wie ein riesen Kleiderschrank. Ich gehe zum Kleiderschrank. Ach, die Taste wieder. So oft, wie ich in mein eigenes Menü reingucke. Das müsste eigentlich verboten werden. So, von unten ist ein gelber Punkt. Jetzt muss man hier voll kompliziert hochspringen. Oder so wie ich. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge ich habe. Ah, es reicht auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht sicher, was das sein soll. Ist da oben mindestens jetzt eine Stadt oder so? Oder wohnt er einfach nur unter der Decke? Mann, ich hasse ja, wenn die Kamera mal so nah ist. Ja, jetzt ist das nicht ganz so spektakulär. Also innen drin nicht. Von außen natürlich ganz cool gemacht. Ah, es ist auf jeden Fall eine Uhr. Eine Standuhr. Das ist der Pendel, so ein Pendel. Jetzt macht das Sinn. Soll auch nur von außen gut aussehen. Obwohl ich von innen hätte man auch erwarten können, dass das so richtig cool irgendwie Zahnräder. Ja, aber es ist leichter gesagt und Ideen als dann wirklich gemacht. Komm, ich schaff das noch. Ha, geschafft. Hier ist mindestens schon mal ein Haus. Das könnte noch Wochen dauern, hier abzuchecken, ob überhaupt was hier gebaut ist. Kleine süße Infinium-Barren. Ja, genau, mache ich auch immer. Infinium. Direkt daneben irgendwelchen Giftmüll. Das sieht aus wie so eine Landebahn.
Oder eine Straße. Naja. So, dann mal gucken. Ein Glashaus. Ja, ist ganz stylisch. So, das führt dann da weiter. Ich werde jetzt nicht jedes Mal mit dem Ding fahren, denn das dauert immer länger. So, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja viel Fantasie. Von vorne dachte ich erst, das wäre irgendein Mund. Aber dann dachte ich, das sieht nicht aus wie ein Mund. Vielleicht ist das ein Raumschiff. Raumschiffe sehen immer so komisch verbogen aus, aber das steckt ja hier mittendrin. Ich weiß es nicht. Und dann das hier sieht aus wie ein 1200 Meter Turm. Für den Fall, dass man runterspringen möchte. Aber hier ein paar Blöcke einfach wahrscheinlich hingelegt, zum Gucken, wie baue ich das. Das Ding ist auch noch nicht fertig. Schade, hier ist, also es ist ja gut, das was im Bau ist. Wie gesagt, ich werde mir die öfter mal angucken, allerdings weiß ich nicht, ob ich hier jetzt jedes einzelne Projekt nachgehen werde, denn die Map ist so riesig. Auch das hier sieht eigentlich vielversprechend aus. Es könnte was Cooles werden. Im Moment ist es sehr eintönig. Aber es sieht ja jetzt schon nicht schlecht aus. Dann mal das hier gucken, das sieht einfach aus wie ein Haus. Mit Kanone obendrauf. So, hier kann man rein. Oh oh. Gut, dass das auf ist, sonst wäre ich nicht mehr rausgekommen. Allerdings wäre ich da auch nicht rein, dann wäre ich auch nicht reingekommen. Dann gehen wir mal hier hoch. Und jetzt hier. Hier wachsen auch Blumen. Aber auf jeden Fall, das so von außen also von außen sieht das schon nicht schlecht aus. Ist eine riesige Blume und da fällt Wasser raus. Allerdings ziemlich viel. Ja, hier komme ich nicht rein, also anscheinend. Ach so, von der anderen Seite. Okay, das machen wir nicht mehr. Nochmal testen. Okay, das machen wir nicht mehr. Obwohl, was war da drin? War da noch ein Eingang an der Seite? Man sieht auch so wenig. Ja, wie immer. Gut, da oben ist noch so ein kleiner Turm drauf. Hier steckt ein Schwert im Stein. Und dann mal gucken. Also das ist wieder ein Haus, weißt du, das sieht schon, also ja, wahrscheinlich ein Schloss, weil eigentlich durch zwei, drei Farben nur, aber es reicht. Das macht viel aus. Da so zwei so Statuen davor. Wenn ich das, bevor ich mal reingehe, irgendwie, ich weiß nicht, aber das könnte mich für so ein Spiel richtig gut sein. So ein Rollenspiel. Du kommst so an, dünn, 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 und dann kommst du rein. Bist begrüßt, kriegst ein paar Aufträge. Mal gucken, wie es jetzt hier ist. Krieg einen Auftrag. Hallo? Jemand da? Und dann ist leider hier schon Ende. Das ist dann auf einmal ein bisschen enttäuschend, weil es zu kurz ist. Aber nur enttäuschend, weil ich natürlich Bock hätte, das voll lang zu haben. Naja, auf jeden Fall, ich werde die Folge hier erst einmal pausieren oder beenden. Denn es ist schon wieder sehr, sehr spät. Und dann werden wir uns nächste Woche. Nächste Woche. In der nächsten Folge. Ja, ich weiß nicht, sofort die nächste Folge. Ich denke mal, ich werde immer eine Folge Pause machen. Dann in der übernächsten Folge werden wir dann in dieser Richtung mal laufen, ganz kurz. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Wir haben ja immerhin schon relativ viel abgecheckt. Jetzt wollte ich mit der Hand auf dem Bildschirm zeigen. Ach, egal. Ihr wisst schon, von unten im Süden bis jetzt hier im Westen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Truth. Danke fürs Zuschauen. Ciao.